Bräuchte denn hier dringend 10,90? Ah, da bist du wieder. So, dann let's go jetzt hier. Warte, Richtung Osten. Oh, diese Tür. Mach gut, eins ist gut. Komm jetzt gerade am Runway vorbei, Abdeckung Richtung Osten weiter. Du hörst den Funk? Ja, ich höre den Funk. Alles klar. Ja, ich habe mich dann so ein Straßenschild verheddert. Alles kein Problem, kein Problem. Jetzt Richtung Norden unterwegs. Weiter Richtung Norden. Was für ein Fahrzeug suchen wir? Jetzt das, was gleich vorbeikommt vorne. Vor uns. Ja, wir können halt nicht zu nah ranfahren, die schießen halt dauernd. Warte. Sind jetzt abgebogen am Burgershot. Biegen jetzt wieder ab, fahren weiter Richtung Norden. Da fehlen gleich Ammunition. Ammunition abgebogen Richtung Osten. Overwatch ist dran. Ist ein grüner Sandling. Biegen jetzt ab Richtung Westen. Wieder Richtung Osten. Abgebogen also Richtung Norden. Jetzt fahr Richtung Westen. Unter der Bahnunterführung lang. Weiter geht's jetzt wieder Richtung Süden, Richtung Central Park Westseite. Sind im Gegenverkehr gerade. Fahren weiter Richtung Süden. Jetzt Nordwestecke Central Park passiert. War ein schöner Versuch. Ja, fahren wir weiter. Overwatch, du bist dran. Ach, an der Reihe, der Tür ist dran. Die Tür ist auch direkt da dran, deswegen. Immer noch Richtung Süden, biegen jetzt ab Richtung Westen. Ich muss jetzt halt aufpassen. Hier wieder Richtung Osten, eine kleine Seitenstraße. Ja. Aber wir haben da drei Streifen dran. Die DTU ist verunfallt. Ja. Wir müssen dranbleiben. Streifen verunfallt. Gerade zu. Ja. Richtung. Ja, Streifen verunfallt. Ist alleine dran. Okay, warte. Wo sind wir denn? Abschluss, was macht der Avenger davor? Fährt jetzt Richtung Süden, Tank Liberty biegt dort ab Richtung Osten, zum Kleinerfeld biegt direkt ab, wieder links. Nee, andere Richtung ist jetzt, fährt Richtung Prison. Macht es besser. Fährt Richtung Red Dragon, biegt ab am Red Dragon, weiß jetzt am Red Dragon. Fährt weiter am Red Dragon vorbei, Richtung Hall of Justice. Fährt durch die Hall of Justice, durch dich Kontakt verloren. Fährt Richtung Norden, an der Hall of Justice Richtung Norden, durch die Little weiter in Richtung Norden unterwegs, das ist ein dunkelblauer Van, vermutlich Grand Drop. Fährt jetzt über den Times Square, vorbei. Das Switches nicht vergessen. Mit dem zweiten Teil dann am Wickham vorbei, weiter in Richtung Headed mit Vollgas Richtung Central Park, im Central Park Richtung Osten abgebogen, fährt weiter in Richtung Osten, biegt wieder ab Richtung Norden am Central Park, dann der Essence im Central Park wieder ab Richtung Osten, in eine Gasse zwischen den Häusern, Sichtkontakt hier verloren, vermutlich Richtung Gotten unterwegs. Ich sehe hier nichts. Vielleicht hier drinnen noch? Nee, ich sehe den auch nicht da drin. Ich habe da schon reingeguckt. Ja, verloren am Quartier in der Kasse. Muss doch noch da drin sein, Alter. Benötigen 10,90 bei der Gasse beim Grotti. Ja, der ist da noch. Hier alleine rumfahren ist doof. Ja, die sind da drin. Ja, der Sohn vor Ort hier. Sag ich doch. Vier Stück habe ich, glaube ich, gesehen. Sag ich doch. Beim Grotti in der Gasse. Ja, Switch. Flüchten Richtung Osten. Zu Fuß.
Siehst du die? Ja, da, oh, die schießen aufeinander. 1090. 1099, 1099. Standort, Standort. Dispatch, Dispatch. Südlich von Kotti. Boah, ich glaube, die 1090 werden hier bedroht. Die wollen das Auto klauen, komm. Okay, die sind da noch. Mhm, mindestens einer ist von da. Ja. Direkt an sich um PD06. Gut, Töter, jetzt ist PD06 flüchtig geklaut worden. Ja, wir haben das Auto, wir haben das Auto, wir sind dran. Overwatch, das Richtung Central Park. Wir haben das Auto, keine Sorge. Jetzt weiter in Richtung Park, jetzt Richtung Central Park, Richtung Norden unterwegs, Richtung PD. Dispatches. Weiter in Richtung Norden unterwegs, Vollgas am PD vorbei, fährt weiter in Richtung Norden, jetzt in Northwood. Fährt weiter in Richtung Norden, Richtung Broker, fährt jetzt an die Project in Northwood. Fährt hier weiter. Richtung Westen, Richtung jetzt am Klamottenladen vorbei, am Munition vorbei, fährt dort Richtung Süden. Fährt weiter in Richtung Süden unterwegs, weiter in Richtung Süden, Süden am Central Park jetzt, West zum Central Park, Richtung Süden unterwegs, weiter in Richtung Süden unterwegs. Ist Streifenwagen die 06. Eventuell Streifensatten auch an anderen Fahrzeugen. Nee, wir kennen den, alles gut, wir sind dran. Fährt weiter in Richtung Süden durch die Stadt, biegt dann ab, dann der Baustelle Richtung Osten ab, weiterhin unterwegs, Sichtkontakt etwas schwierig. Ja, fährt jetzt Richtung Süden weiterhin, an der Autostraße vorbei, Sichtkontakt verloren in den Deadly. Da waren jetzt die großen Häuser im Weg. Ist der weiter hier? Der ist in die Richtung gefahren, mehr kann ich nicht sagen. Guck mal hier Richtung Paletti oder so. Da eventuell ist. Streife 3 schließt mich auch an. Also. So, jetzt gib nochmal die Details durch des Fahrzeugs. Besucht wird ein Streifenwagen in der die Nummer die 06. Letzte Sichtung war in Süden. /27 kommen. Welche ist das hier? Aktueller 1020. Das ist, glaube ich, die 05. Moment. Gerade an einem Streifenwagen vorbei. Ja, weil ich konnte jetzt nicht sagen, ob das 05 oder 06 ist. Ich habe lieber mal nachgefragt. Köpfe, wir sind. Ja, wenn er klug ist, hat er sich irgendwo. Hier ist eine Menge Bewegung unten. Siehst du irgendwo eine Streife? Nee, ich sehe nichts an Streifen. Nee, keine Streifenfahrzeuge. Also wie die Kollegen fahren, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne? Das ist eine Katastrophe. Ja, das ist der eine da, der DTU rein ist, das war. Ja, es war eine Katastrophe einfach. Es ist einfach eine Katastrophe. DTU und ein Streifenwagen haben sich komplett rausgehebelt. DTU ist das. Die 06, die ja gerade verfolgt wird, oder ist ein normaler Streifenwagen kommt? Das ist ein normaler Streifenwagen mit der Nummer 06. Das hätte ich an Markt gesagt. Yeah.
besteht irgendwo noch Sichtkontakt zu der 06? So negativ. Check. Frage in den Funk, gibt es irgendwelche Beschreibungen der Täter? So viel habe ich nicht erkannt. Information, es waren vier Personen, die eine davon zugesprungen ist, ein gelbes T-Shirt. Fährt gerade eine Streife runter hier auf Church Island? Ja. Ja, das ist Streife 6. Ja, check. Nochmal zur kurzen Info, gesucht wird der Streifenwagen mit der Nummer 06. Genau. Gut, da konnten die jetzt nicht viel für, dass denen der Streifenwagen weggenommen wurde, weil die wurden eine Waffe ins Gesicht gehalten. Ja, die Frage ist immer, war der Streifenwagen noch an oder war er aus? Ja, die haben den, wahrscheinlich wurde der dazu gezwungen, den anzulassen. Die sind damit ja erst noch durch die Gegend gefahren, wollten dann wegfahren und wurden dann halt unter Waffengewalt dazu gezwungen, den eben rauszugeben. Mann, Alter. Hätte ich gerade eine Streife an der Verwaschen? Ja, okay, alles geht. Ja. Ich gebe nochmal den Hinweis durch, dass wenn möglich die Streifen auch auf Anmarktfahrzeuge übergehen können, wegen der Situation mit dem Streifenwagen. Ja. Nach Möglichkeit alle Streifen einmal auf Anmarktfahrzeuge wechseln, dann werden weniger Leute verwechselt. Eine kurze Information in den Funk, es handelt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die Briggs Family. Mal Richtung Briggs wird fliegen, oder? Also letztens sind sie, gut, sie sind mit ihrem Sultan dahin gefahren, aber sie sind direkt dahin gefahren. Das ist in der Waschanlage. Da ist gerade ein Auto reingefahren. Guck mal, ob du irgendwas erkennen kannst. Mehrere Bewegungen hier unten. Mehrere Bewegungen in der Brickstore. Gerade ist ein Auto, der angekommen ist, in die Waschanlage gefahren. Guck mal, ob du da reingucken kannst. Feststellen, ob das der Polizei war. Guck mal, ob du das sehen kannst. Ja. Da ist ein Motorrad drin. Ja, Streife 3 ist auch unterwegs. Da ist ein Motorrad drin, ja. Da ist ein Sultan weggefahren. Schwarz. Ja, das hat ein Sultan weggefahren. Und zwar noch ein Motorrad. Da ist auch noch ein Auto. Ja, Streife 247. Leitstelle eben kurz mal 10-7. Hier ist keine Bewegung mehr. Ja, keine Person mehr in der Blickspur. Ja, in der Waschanlage ist auch nichts mehr. Da steht das ja vermutlich im schwarzen Sultan. Unterwegs.
warte mal. Hier unten Richtung Bürgerstraße scheint eine Person von der Brücke zu sein. Streife 3 ist in der Nähe. Ja, Streife 2 ist wieder 10-8. Wo genau? Sind wir am Haupteingang oder hinten auf dem Parkplatz? Das hier hinten Richtung, hier unterhalb des Dispatches, Richtung Bürgerstraße. Hier auf der Baustelle oder was? Ja, genau, wenn Sie da weiter geradeaus fahren. Geht jetzt gerade wieder zurück. Ja, steht immer noch hier. Kannst ruhig weiter geradeaus, dann kommen Sie zu der Person. Kommt euch jetzt entgegen. Person kommt euch jetzt entgegen. Ja, wir sehen Sie. Am schwarzen Sultan Ausschau. Leitstelle wieder verfügbar. Frage in den Funk, ist soeben eine Streife am ein Broker an der Tankstelle vorbeigefahren. Komm. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Gut, falls nicht, könnte das der gesuchte 06-Fahrzeug sein. Wir sind dran. Richtung? Ja, wo ist unterwegs? Welche Richtung ist das Fahrzeug gefahren? Richtung Norden. Ja, sorry, war vermutlich Streife 6. War nicht direkt auf Tankstellengelände oder in der Nähe von der Tankstelle, aber zwei Straßen weiter. Ich bin schon auf der Rückrichtung Broker. Ja, so. Check, Streife 2. Wohin war es? Korrektur auf der Brücke Richtung Algonquin sind wir. Nochmal hoch Richtung Bowen. Das war Richtung Bowen. Streife, die gerade auf das Tropfen vorbei ist. Also wir. Ja, check. Haben die den Funkspruch immer noch nicht gehört, dass das. Ruhig bleiben. Leitstelle erinnert an die nach wie vor an die Möglichkeit, bei Gelegenheit auf ein unmarked Police Fahrzeug zu wechseln. Danke, Leitstelle. Die Tio fährt da jetzt erstmal rein und dreht dabei hier vorne direkt wieder um. Ich gehe davon aus, dass die das hinten in der Nähe von der Brixwood abgestellt haben und dann über den Sultan geflüchtet sind. Ja, irgendwie sowas. Lass uns das mal abscannen, ne? Ja, schwarzer Sultan ist halt immer schwierig zu finden. Den brauchst du nicht suchen, aber den Streifenwagen vielleicht. Ja. Die werden ein Fahrzeug gehabt haben, das heißt, viel können sie nicht laufen. Rechts von uns ist ein Fahrzeug, aber das ist keine Polizei, oder? So, das heißt, sie werden das irgendwo hier abgestellt haben. Schau mal in die Gegend. Ja, ich
Komm ich schon um. Zu stehen lassen irgendwo. Nee. Potenziell unter der Brücke hier. Ja. Achso, eine Information von der 95, wenn wir schon mal bei Brickshot sind. Der Paper Brick steht auf dieser Überführungsliste ins Prison, falls ihr den zufällig findet, ebenfalls überführt. Wir fliegen den Einbruch an. Ja. Ich glaube, hier fährt den ein Falscher. Oh, schau mal auf den Weg. Denk da mal, das ist ein RD. Ja, Info von der 27. Bei dem Hauseinbruch handelt es sich vermutlich um eine Tür im RD. Ja, so 10-4, Streife 6, fährt das mal an. Bitte nur eine Streife anfahren vorher. Das ist 10-20, 10-31. Overwatch auf 9-1-Rasse-Mali. 3-6, 10-8. Hier keine Bewegung. Kannst du das Audi mal anrufen, was da los ist? Kann ich machen. Die Leitung ist billig. Telefonieren die schon. Info von der Leitstelle. Bitte eine freie Streife zu dem Granger, den ihr verfolgt habt, in der Hintergasse bei Grotti fahren. Der steht nämlich in der Einfahrt von jemandem und müsste dann von dort auch weggebracht werden. Könnt ihr ihn auf die Verwahrstelle schleppen lassen. Streife sofort. Streife 6 fährt an, Grotti. Streife 6. Dispatch im Krankenhaus handelt es sich wahrscheinlich um einen Obdachlosen, der das Krankenhaus verlassen hat. Ja, besser ist. Ja, gut. Solange die da sagen, dass da nichts geklaut wurde. Was ist denn hier? Motorradkolonne, warte noch kurz. Na, Freerider, aber vielleicht wollen sie da. Das sieht nach AOD aus. Sind aber schon einige da. Ja, sind auch einige da. Steigen jetzt auch auf ihre Motorräder. Frage an den Punkt. Welches Fahrzeug ist gerade in den Central Park reingefahren von uns? Welche Streife? Ich hätte noch ein Taxi vor. Break von der 27. Erdgeschoss AD sicher. Die Streife 3 überprüft bei den Central Park. Okay, dann fangen wir das, bringen wir es mal an. Oh, ich war auch unterwegs im Park. Da steht er.
Ja. Das ist Auto, oder? Nee. Was ist denn das? Ist das eine Streife? Das ist PD05. Die Person, wir fragen mal nach. Und irgendwas anderes. Das ist kein PD. Da steht Soko drauf. Ebene 1, mal die ebenfalls sauber. Ja, Info von der Streife 3, das ist das Ordnungsamt. Oh, das Ordnungsamt. Naja. Frage von der Leitstelle, welches Ordnungsamt? Ja, das sind Kasanik und Fischer. Naja, okay. Die haben jetzt wohl offizielle Wagen bekommen. Ja, Break von der 27, lesen Sie das schwarze Brett, dort wurde es verkündet. Komm. So, 10-4. Natürlich jetzt gerade super. Das sieht genauso aus oder sehr ähnlich wie unsere aussehen. Also es scheint offensichtlich ein Buffalo zu sein. Streife 14 noch. Irgendwas Auffälliges hier? Nee. Nur, dass der Bus immer noch da steht. Sind die Rocker, die eben an der Freerider-Bar waren? Was ist das für ein Chapter? Ich vermute AOD. Kann es nicht genau erkennen. Jetzt? Ja, ist immer noch AOD. Okay. Ja. Noch nicht alles AOD sein. Oh. Geben Sie mal die Streifen, die Suche noch mal durch. Wir suchen den Streifenwagen mit der Aufschrift 06. Weißt du, das angenehm, wenn unsere Streifenwagen GPS hätten, dass wir sie orten lassen können? Ja, wer soll das bezahlen, wa? Also mein Wagen hat auch GPS. Ich kann nachrüsten lassen. Na gut, wa?
Mein Gott, ey, es ist wirklich wie die Nadel im Heuhaufen. So ein nerviger Scheiß. Das nervt mich total. Dass wir den nicht gekriegt haben, diese verfluchten Idioten in diesem Ranger war das, wa? Mhm. Streife 3, wieder 10-8. Was für ein Wagen steht da unten? Ist das einer von uns? Ja, ich glaube, da sind aber auch zwei Kollegen dabei. Da steht ein Kollege an. Alles klar. Wann an der Verwahrstelle. Und das fand ich fast, was nicht? Ein schwarzer Soldat? Streife 3, 10-19 Akku. Hier fährt ein schwarzer Soldat am Central Park vorbei. Schwarzer Soldat am Central Park Richtung Süden unterwegs. Sehr überhöhte Geschwindigkeit. Sehr überhöhte Geschwindigkeit. Vermutlich zwei Personen. Ein Dispatch geben bei sowas? Fährt ja, hier in der am Nachbarstelle in die Gasse rein. Das ist wieder Richtung Norden, oder? 346, 24 Verwaltungen. Wir den hier nicht. Weil die haben mittlerweile raus, dass sie hier in den Gassen uns sehr gut abhängen können. Aber habt ihr noch nicht Kontakt zu dem Soll? No. So negativ. Jetzt sich nur mal am Kostak vorkommen. Da vorne. Ist da vorne? Ist das der? Ja. Rechts. Der Aufbau Richtung Süden unterwegs Richtung Ronwald-Tankstelle. Der Gang Quinn. Jetzt an der Ronwald-Tankstelle vorbei. Fährt weiter Richtung Norden jetzt. Der ist hier drunter. Ist hier unter dem fangenden Bett an der Ronwald-Tankstelle. Ja, check dir die Uhr. So weiter, Dispatch. Dispatch. Ja. Ist ja besser für den Dispatch. Das ist. 345 fährt an. Sehr, sehr. Das ist der letzte Standort, wir haben sich Kontakt verloren. Wir sehen, weil dann letztens Kontakt verloren waren, aber Mutter immer hier. Ja, check, wir haben Sichtkontakt. Ist hier unter der Brücke. Sag ich doch. Fährt jetzt Richtung Süden. Alles klar. Zwei Insassen im Soldat. Ah ja, da. Weiter Richtung Süden unterwegs. Fliegt jetzt ab hier auf den Intercity Richtung Adi. Ja. Weiter Richtung Adi unterwegs. Jetzt am Stallion Tower vorbei. Am Ardi vorbei. Jetzt hier unten ganz im Süden an der 90 Grad Kurve. Fliegen jetzt ab in die Stadt Richtung DOJ. Wieder abgebogen Richtung Ost. Richtung Süden. Und die Strecke zurück wieder Richtung Ardi. Und wieder Richtung Norden. Wieder Richtung Norden unterwegs. Ja. Höhe DOJ. Weiter Richtung Norden. Fahren auf Krastenburg zu, biegen jetzt ab Richtung Westen. Fliegen mal und weiter. Richtung Norden. Mhm. Der sollte jetzt unter uns wieder sein. Richtung Westen abgebogen. Ja, fährt aber. Ja. Und wieder zurück. Richtung Norden. Am Zentrum vorbei, jetzt südliche Ecke Central Park, weiter Richtung Norden unterwegs. Passieren Interkontinente, weiter Richtung Norden. Weiter Richtung Norden, Richtung Northwoods unterwegs.
abgebogen Richtung Westen, abgebogen komplett in Richtung Süden, kommen wieder auf den Central Park drauf. Das war knapp. Ja, weil da hier unterwegs hinter dem Pi, hättest du Süden Richtung Central Park. Peak am Central Park Richtung Osten ab, das war dann Richtung Osten, Peak ab Richtung Süden, das ist jetzt gesagt am Central Park entlang. Die Streifen unten übernehmen. Fahren weiter Richtung Süden, immer noch auf der Ostseite Central Park. Fahren weiter, gehen Süden Richtung Baustelle. Weiter Richtung Baustelle, biegt an der Baustelle ab Richtung Westen. Am Times Square abgebogen Richtung Süden. Wir sind dran. Ja, hier. Übernehmen. Fährt Richtung Westen, fährt wieder Richtung Süden. Fährt jetzt gerade an der Kirche vorbei. Fährt dann Richtung Süden am UJ vorbei. Fährt jetzt Richtung UJ. Links, vorne. Fährt Richtung Crash. Crash hier an der Kreuzung am Red Dragon. Crash mit dem Zeta. Alter. Jetzt habe ich hier aber auch wirklich alles aus dem Laden rausgeholt, ey. Das habe ich durch gesehen. Aber gute Arbeit, wir sind dran geblieben. Und die Streifen sind nicht alle wie die Lemminge, ne? Daher gefahren. Wir suchen immer noch diesen verkackten Streifen gerade. Wir sind wieder 10-8. Oh, wieder 10-8. Da hat irgendeiner da einen mitgenommen, den zu Brixwood gebracht und der Streifenwagen steht irgendwo in Elgon Finn in der Gasse, wo wir es nicht sehen. Wirklich, ja. Aber es ist auch echt schwierig. Dass die Fläche zum Absuchen ist riesig. Ja. Man sieht halt nicht alles von hier oben. Ich dass in meiner Nachbarschaft Basketballplatz ist. Wir sind mal 10-9, 10-AQ. Ja. Streife 2, 10-8. Overwatch, 10-9, 10-AQ, 10-20 AQ, Landesfahrt. Wir diesen verkackten Streifenwagen heute noch finden. Ja, ich mach jetzt erstmal Feierabend, mir reicht das hier. Okay. Das so anstrengend gerade. Naja, alles gut. Haben ja schon genug gemacht eigentlich. Super. Aber wir haben ihn bekommen, wa? Das ist richtig. Wir haben ihn bekommen. Ja, Overwatch landet, lässt sich jetzt auf. Und jetzt haben wir ein paar der Leute gekriegt. Sehr wahrscheinlich ein paar der Leute. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben, ey. Ständig das Licht ausgemacht, Licht angemacht. Ja. Weggefahren, ey. Und auch an echt fiese Stellen gefahren, wo wir echt schwer nur dranbleiben konnten. Ja, das wo wir die richtige Entscheidung getroffen haben, war, als wir einfach gewartet haben, als er unter der Brücke war. Ja. Beim RD da. Das ist richtig. Aber gut, wo sollte der hinfahren? Da hinten ist eine Gasse, aber da kommt er mit dem Wagen nicht hin, da sind nicht Treppenstufen.
Der konnte nur da wieder rausfahren. Eieiei. Ich kenne die Ecke, ich bin da nämlich mal an einem Geländer hochgeklettert, runtergefallen und musste dann zum AD. Okay. Ja, da sind so ein paar Geländer an den Häuserdingern und ich habe nicht genug aufgepasst und bin da über ein Geländer gestolpert. Und dann irgendwie 2 Meter gefallen. Verstauchter Knöchel. Gefahren im Dienst. Halb so wild. Ich glaube, heute war das mit dem Funken etwas besser. Ja, du musst da noch ein bisschen dran arbeiten. Du verlierst ja manchmal so ein bisschen muss. Die Kombination. Also du, das sind so Dinge, die kommen halt einfach, wa? Wegen gleichzeitig Funken, die richtigen Dispatches setzen und auch sich mal einmischen. Einfach mal sagen, ja. Ihr könnt jetzt hier vorgehen. Ja, das Einmischen ist... Es ist schwierig, ist ich weiß, ich kann mir das vorstellen, aber wenn wir, man muss halt erkennen, ne? Wenn wir an der Stelle sind, an der wir die beste Übersicht haben, die beste Koordination haben, dann muss man da auch rein einfach sagen, ja. Hier, Overwatch übernimmt dies, das, Ananas. Ne? Ja, gerade das Übernehmen, das fällt mir teilweise noch ein bisschen schwer. Ja, das ist wirklich gut. Scheiße, William? Naja, klar. Alter, was... Ey, wirklich. Du William, siehst aus, als würdest du in einem anderen Milieu arbeiten, Junge. William, ich elegant, aber gleichzeitig auch eine Spur zu viel zu älter. Ich komme gerade aus dem Diamonds, ich sag's euch, wie es ist. Und, wie war's? Ich wollte es gerade sagen. Warm. Warm? Naja, wegen der Jacke halt. Naja, warum gehst du denn da auch mit deinem Pelzmantel rein? Gibt man den nicht an der Garderobe ab, William, oder so? Ey, ich William. Nicht. William, ganz ehrlich, das sieht auch ein bisschen aus, als wärst du da drin und deine 4 Frauen, weißt du? Noch nicht, aber das ist mein Ziel auf jeden Fall. Oh, oh Gott. Sugar Daddy William. Ja. Hat was, jetzt oder? Wissen wir, wo die Staatsgelder, die wir ihm zahlen, hingehen. Wenn du jetzt noch mit dem schwarzen, ich sag ganz ehrlich, schwarzer Ledermantel. Für deinen nächsten Besuch. Was sind das, Diamond Dollars? Diamond Dollars, klar. Was ist das denn? Das ist die Währung da im Puff. Die haben eine Währung im Puff? Naja, klar. Was ist denn $1 wert? 100. Oha, du hast mir $500 gegeben? Ja, du schuldest mir eh noch was. Jetzt macht er wirklich einen auf Zuhälter. Ja. Hier, guck mal. Du bist da heute Nachtschicht da hinten auf der anderen Seite, ja? Ey, glaub gar nicht, ey. Mach und noch, ist was am los besten, hier, Jungs? Mach einfach langen schwarzen Mantel, alles in schwarz, ein bisschen Leder, dann nenne ich dich Chef, ab sofort. Wie nennst du mich? Dann Chef. Nenn ich dann Chef. Muss ein Insider sein. Ja, das ist Chef. Aber den guten aus den 90ern, oder? Ja. So, naja, also lohnt sich das jetzt, hier in Dienst zu kommen, oder ist tot? Ich gehe jetzt aus dem Dienst raus. Wir hatten gerade du bist ja auch der... Naja. Der Feiernwolf, genau. wir haben gerade eine 10:43 gehabt, ewig in Algonquin. Ja. Es war wirklich sehr ermüdend, aber wir haben ihn bekommen, scheiß Sultanfahrer. Und wir suchen noch einen PD-Wagen. Ja, 06 wurde einen abgenommen. Ich habe da gerade die Söke gesehen. Sind die jetzt tatsächlich beim PD oder haben die da eine Staffel? Gibt wohl irgendwie sowas irgendwie am Platz. Ach, hier, dieser Wagen, den wir gesehen haben, war? Ja, genau. 37, 10, 42. Ja, die machen da einen auf Ordnungsamt oder was? Naja, irgendwie. Dann sollen sie mal die ganzen Scheißwichser wegstickern, ehrlich? Ja, echt jetzt. Naja, sag ich doch. Ja. Na, Kollege? Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Gute Zeit. Ich hier jetzt ein Feierabend, dann reicht das hier. Ja, mach's gut, ne? Ja, klar, schönen Feierabend. 04G1042. Ja, Rain soll mir morgen noch mit mir sprechen. Aber ich geh jetzt erstmal in Feierabend, ne? Wir hören uns morgen. Oh. Naja, klar, bis dann, tschüssi. Gott im Himmel, was ein Tag, ey. Mein Gott. Ja, sag ich dir, wie das ist. Diese erst was vom Sand King überfahren worden. Ey, oder? Speed and Park and Enforcement. Du malst es hier nicht aus. Was? Wie heißt der Scheiß? Speed and Parking Enforcement heißen die. Warte mal. Speed and... Ja. Speed and Parking. Ach, Speed and Parking Enforcement. Ja, so ordnungsamtmäßig. Ich glaube, steht auch Ordnungs- und Finanzamt dahinter. Ja, ich wünsche euch was. Schönen Abend, bis denn. Naja, ich verpiss mich jetzt hier auch. Ich werde hier keine Sekunde weiter verbringen, ne? Ja, das war ein Abend. Wie gesagt, erst was von einem Cent ging überfahren worden, dann im Gefängnis hinterrücks wird auf die Fresse gekriegt. Was und geht dir da auch immer wieder rein, ihr Flitzpiepen, ey? Nicht, nee, doch. Nee, du warst nicht dabei, ich sag dir, wie es ist, ne? Ihr wart in den Zellen wieder, wa? Ja, pass auf. Ja. Wir wollten gucken hier, ob die noch was da zu futtern haben und was. Also sind wir rein. Ja. Und die Kollegen standen draußen mit 2 Mann. Ja. So sieht das aus. Und dann gehen wir da rein und auf einmal kommt von hinten eine Meute und schlägt uns nieder.
Das kannst du ja nicht ausdenken. Was sollen wir denn da machen? Naja, schießen. Erschießen das ging, einfach. Das ging so schnell einfach. Einfach erschießen. So, so gut, pass auf, du hast eine Karre, wa? Ich muss dich nicht wieder fahren. Nee, nee, ich gehe mir jetzt ein Video angucken, wie meine Krawatte richtig bindet. Ich bin Feierabend, ne? Hau rein. Ach du Scheiße, viel Spaß. Naja. So, in fünf, nee, in einer Stunde kommt die neueste Alman Arabica-Folge raus. Das ist natürlich auch sehr geil. Wolf schläft heute im Bekleidungsgeschäft, so ein Ding ist das. Dürft ihr euch auch freuen. Und ich bin jetzt raus und werde ein bisschen chillen. Vielen Dank für die ganzen Subs und Resubs. Vielen Dank für die ganze Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen. Bleibt gesund, kommt frisch durch den Tag und bis morgen, wa? Hauen Sie rein. Tschüss.